Guten Abend, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei Transparenz TV zur Sendung Franz Alt. Unser heutiges Thema: 5 Jahre Pariser Klimaschutzabkommen. Sind wir noch zu retten? Gast in dieser Sendung ist Professor Eike Weber. Er ist einer der renommiertesten Solarforscher der Welt, hat viele Jahre in Amerika geforscht und dann war er Chef des Fraunhofer Instituts für solare Energiesysteme in Freiburg und ist Senator des Bundesverbandes mittelständischer Wirtschaft. Guten Abend nach Berlin. Guten Abend, lieber Eike. Ja, einen schönen guten Abend, Franz. Es ist ein richtiges Vergnügen, wieder mit dir zusammen zu sein. Prima, ich freue mich auch schon sehr. Sag mal, 5 Jahre nach Paris, ist das eher ein Grund zum Feiern oder ein Grund zur Resignation, weil eben nicht so viel passiert ist? Also ehrlich gesagt, ist es wirklich kein Grund zum Feiern, weil bisher die richtige Erkenntnis, ob was zu tun ist und wie rasch wir es zu tun haben, sich noch nicht durchgesetzt hat. Aber es ist sicher kein Grund zur Resignation. Nehmen wir alleine mal die Bewegung von Fridays for Future von Greta Thunberg und Millionen Schülerinnen und Schüler in der ganzen Welt, die auf einmal sagen, ihr Alten, ihr verderbt unsere Zukunft. Und how dare you? Was fällt euch ein, unsere Zukunft zu verderben? Das heißt also, man kann wirklich sagen, die Situation hat sich seit Paris, was die öffentliche Diskussion angeht, sehr stark verändert. Aber es ist noch immer nicht da angekommen, wo es drauf ankommt, bei den Decision-Makern. Wir haben jetzt natürlich bei uns einen Green Deal und in Amerika haben sie jetzt hoffentlich bald unter dem neuen Präsidenten Biden den New Green Deal. Das heißt also, es beginnt die Politik aufzuwachen. Aber gleichzeitig, und das ist natürlich das Beunruhigende, haben wir auch neue Erkenntnisse, die zeigen, dass eigentlich unsere Uhr nicht bis 2050 läuft, sondern nur bis 2030, 2035. Denn wenn wir nicht in den nächsten 10 Jahren dieses Umstellen fundamental schaffen, dann kann es sein, dass wir diese sogenannten Tipping Points, die Sprungpunkte überschreiten, von wo aus dann die Welt sich verstärkt und beschleunigt in den Abgrund des Klimawandels bewegt. Also die Zeit ist richtig kurz. Wir müssen uns alle anstrengen, aber bitte keine Resignation, sondern krempeln wir die Ärmel hoch. Also die Umweltverbände in Deutschland und auf der ganzen Welt haben ja gesagt, die letzten 5 Jahre haben wir praktisch verschlafen. Trotz dieses schönen Papiers von Paris ist nicht wirklich etwas passiert. Die Treibhausgase steigen Jahr für Jahr noch weiter. Und wie du schon gesagt hast, nicht bis 2050 haben wir Zeit, sondern allenfalls bis 2035. Ich will mal zitieren, was der Chef des Bundes, BUND in Deutschland, aus Anlass dieses 5-jährigen Jubiläums gesagt hat. Er sagt, einzig ambitionierte Maßnahmen aller können die Wucht der Klimaerhitzung noch abmildern. Alle Staaten müssen jetzt ihre Klimaziele drastisch erhöhen und konkrete Instrumente beschließen. Die EU und Deutschland tragen einen historischen Anteil an den Emissionen und müssen einen deutlichen Beitrag zur Reduktion leisten. Aber das alles ist ja bisher nicht passiert. Was lässt dich hoffen, dass in Zukunft mehr passiert, weit mehr passiert, als in den letzten 5 Jahren? Das ist, glaube ich, genau dieser perfekte Sturm, der jetzt zusammenkommt. Der perfekte Sturm, der darin besteht, dass die Erkenntnis der Gefahren des Klimawandels in der Tat angekommen sind, bis hin bei den Schulkindern, die dort demonstrieren. Aber gleichzeitig, und das ist eben das Neue in den letzten 5 Jahren, sind die Kosten, zum Beispiel die Kosten der erneuerbaren Energien, so drastisch heruntergekommen, dass man sagen kann, rein aus ökonomischen Gründen lohnt es sich, die Emissionen zu verringern, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Das heißt, noch vor wenigen Jahren mussten wir sagen, dass dieses, was wir in die Hand nehmen müssen, eine gigantische Bürde ist für die Menschheit und für unsere Weltwirtschaft. Aber heute können wir sagen, in Wirklichkeit ist es für die Weltwirtschaft ein gigantisches Konjunkturankurbelungsprogramm.
Und das Schöne ist doch, Franz, dass wir in der Corona-Krise gesehen haben, wie leicht es ist, Tausende von Milliarden Dollars und Euro zu mobilisieren, in dem Moment, wo wir sehen, ja, das ist nötig, das ist erforderlich, wir müssen das tun. Deswegen bin ich tatsächlich heute optimistischer als vor 5 Jahren, dass wir in der Tat diese Aufgabe in Angriff nehmen können, dass es sich lohnt, diese Aufgabe in Angriff zu nehmen, weil es wirklich nicht nur das ökologisch Richtige ist, sondern auch das ökonomisch Richtige. Es ist ja so, dass wir ökologisch wirklich am Abgrund stehen. Das hat ja auch der UNO-Generalsekretär Guterres an diesem Wochenende noch mal betont. Ja. Unsere Umwelt und unser Planet ist kaputt, hat er gesagt. Die Wälder brennen, Stürme und Überschwemmungen nehmen zu. Der letzte November, also der letzte Monat dieses Jahres, der vorletzte Monat dieses Jahres 2020, war heißer als je ein November zuvor seit 1880. Seit wir Aufzeichnungen machen. Die Situation ist so dramatisch, dass wir eigentlich, falls wir halbwegs noch bei Verstand sind, überhaupt nicht drum herum kommen, mehr für den Klimaschutz zu tun, als das bisher der Fall war. Ja, und das ist völlig richtig. Und wir müssen jetzt endlich den Stier bei den Hörnern nehmen und denen, die immer noch versuchen, diese Entwicklung zu bremsen, und zwar, ich sage mal, auf sehr subtile Weise zu bremsen. Es gibt nur noch sehr, sehr wenige, die wie der herausgehende Präsident Trump, ich würde schon gerne sagen Ex-Präsident, aber noch ist es ja nicht so weit, den Klimawandel wirklich leugnen. Davon gibt es bei uns in Deutschland nur sehr, sehr wenige. Aber es gibt einige mächtige Kräfte, die sagen, ja, natürlich, wir müssen das Paris-Abkommen erfüllen und wir müssen uns umstellen, die aber in Wirklichkeit, wenn es um Aktionen geht, genau das Gegenteil machen. Ein wunderbares Beispiel war die Novelle für das EEG, für das Erneuerbare Energiengesetz, die jetzt vor einigen Wochen als Vorlage aus dem Wirtschaftsministerium kam. Und wenn man diese Novelle liest, ist das eine Gesetzvorlage gewesen, die darauf abzielte, die Umstellung auf erneuerbare Energien so stark zu bremsen, wie es geht, aber ohne das zu sagen, sondern nur indem man es schwierig macht, indem man verlangt, dass auch kleine Dachflächen nur per Ausschreibung mit PV belegt werden dürfen. Die verlangen, dass man komplizierte Armaturen selbst bei kleinen PV-Systemen einsetzt, anstatt einfach zu sagen, wenn du zum Beispiel ein Solarsystem hast und dir deinen eigenen Sonnenstrom erzeugen kannst, dann tu das bitte. Dadurch hast du weniger Bezug aus dem Netz, dadurch spart sich deine Stromrechnung. Und wenn du noch etwas Strom übrig hast, dann kriegst du dafür einen kleinen Betrag. Da braucht man keine lukrativen Einspeisevergütungen mehr anzubieten. Das kann 4-5 Cent pro Kilowattstunde sein und fertig ist die Sache. Im Moment ist dieses EEG in der Diskussion zwischen Bundesrat und Bundestag und ich hoffe, dass sich das fundamental ändert. Aber dass sich das Wirtschaftsminister und der Bundesminister Altmaier nicht erblödete, einen derartigen Gesetzentwurf vorzulegen, aus dem völlig klar hervorgeht, wir wollen die Umstellung auf erneuerbare Energien so stark wie möglich bremsen. Das ist wirklich unglaublich. Unglaublich im Jahre 2020, 5 Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen. Ja. Deutschland war mal führend bei der Solartechnologie. Da hast nicht zuletzt du daran mitgearbeitet und wesentliche Vorarbeit geleistet. Inzwischen sind es die Chinesen. Die Solarindustrie ist ziemlich am Boden in Deutschland, genauso wie die Windindustrie, wird kaum noch ausgebaut. Und das Erneuerbare Energiegesetz, so wie es Altmaier vorgelegt hat, lässt nicht viel Gutes hoffen. Das kritisieren ja auch bis heute alle Umweltverbände und die Erneuerbaren Energieverbände genauso und alle, die den Fortschritt wollen, aber ihn durch die Politik eben nicht erreicht sehen. Was müsste denn passieren, damit wir in Deutschland und in Europa wirklich wieder eine Solarwirtschaft bekommen, so wie wir sie mal in Ansätzen noch vor 10 Jahren hatten? Das ist eine richtig gute Frage. Ich danke dir dafür, Franz, weil mir dieses Thema sehr, sehr wichtig ist. Denn alle Experten sind sich einig, dass die Ernte von Solarenergie und von Windenergie die 2 Säulen unserer künftigen Energieversorgung sein werden.
Und wir werden bis 2030, 2035 uns weitgehend auf Sonne und Wind zusammen natürlich mit allen anderen Erneuerbaren, die es gibt, wo man sie ernten kann, stützen. Und ich halte es für einfach unverantwortlich, dass wir in dieser Situation uns keine Sorgen darüber machen, dass wir zum Beispiel bei der Solarenergie 100% auf Importe der Solarzellen angewiesen sind. Denn wie du richtig sagtest, die Solarzellentechnologie wurde entwickelt in Amerika, in Deutschland, in Japan, in verschiedenen Ländern. Aber diese Länder haben nichts getan, um auch die Solarindustrie dort anzusiedeln, im Unterschied zu China. China hat eine ganz bewusste Industriepolitik gemacht, hat erklärt im Fünfjahresplan von 1986, dass die Photovoltaik eine strategische Technologie für die Zukunft der Volksrepublik China ist. Den Satz findest du in keiner Verlautbarung bei uns in Europa oder in Deutschland. Und hat gesagt, dafür stellen wir Kreditgarantien zur Verfügung, um Fabriken zu bauen, die kostengünstig in Großvolumina gigawattskalig PV bauen. Wir hatten auch Solarindustrie in Deutschland, aber unsere Solarindustrie hat diese Kreditgarantie nicht bekommen. Was unsere Solarindustrie bekommen hat, waren Regionalfördermittel. Deswegen waren die auch im Wesentlichen in Ostdeutschland angesiedelt. Und das waren natürlich Kleinigkeiten im Vergleich zu den Milliardenbeträgen, die in die chinesische Solarindustrie liefen. Und heute ist es nicht verwunderlich, dass die großen Fabriken in China stehen, basierend auf Technologie, die weitgehend bei uns entwickelt wurden. Aber heute, im Jahre 2020, sind wir an einem interessanten Scheideweg. Wir haben den Übergang in eine neue Technologiegeneration der Photovoltaik hin zu höheren Effizienzen, zu niedrigeren Kosten. Ein Stichwort ist die sogenannte Heterojunction-Technologie. Ein Stichwort ist die sogenannte TOPCon-Technologie. Und bei der Einführung dieser Technologien haben wir in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren die Chance, aufzuholen und wirklich noch wieder mit an der Spitze der PV-Industrie zu sein. Und wenn man mal bedenkt, dass die heutige Solarindustrie weltweit ungefähr 120 Gigawatt pro Jahr installiert, und das ist schon eine ganze Menge, aber die Experten sagen, dass das sehr bald auf 300, 500, 1000 Gigawatt pro Jahr steigen wird. Denn wenn wir mal als Zeithorizont 2030, 2040, 2050 nehmen, dann brauchen wir weltweit 10.000, 30.000, 50.000 Gigawatt. Das heißt also, die 50.000 Gigawatt können wir nie machen, wenn wir nur 1.000 Gigawatt pro Jahr zubauen. Das würde immer noch 50 Jahre dauern. Die haben wir nicht. Das heißt also, das, was wir heute als weltweite Solarindustrie sehen, ist nur ein winziges Baby, ein Embryo, verglichen mit dem, was wir in 10 Jahren haben werden. Und daher haben wir also diese einmalige, tolle Chance, noch einzusteigen mit besten Technologien, kostengünstig produziert. Und dafür brauchen wir natürlich auch die Investitionsmittel. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich persönlich in diesen Jahren, ich bin auch noch der Chair des European Solar Manufacturing Council, mich sehr ernsthaft beschäftige, weil ich glaube, es ist eine tolle ökonomische Chance für Deutschland und Europa, in dieser wichtigen Energietechnologie, in dieser Zukunftstechnologie doch wieder eine wichtige Rolle zu spielen und es nicht einfach den Asiaten zu überlassen. Aber der deutsche Wirtschaftsminister scheint diese Chancen, die ja auch Hunderttausende neue Arbeitsplätze bringen würden, einfach nicht zu sehen. Wo klemmt es denn im Wesentlichen? Im Wesentlichen klemmt es darin, meines Erachtens, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, es klemmt darin, dass Photovoltaik für die klassische Energieindustrie einfach des Teufels ist. Weil Photovoltaik es ermöglicht für jeden Menschen, der irgendwo eine Dachfläche hat, auf einem Eigenheim oder auf einem Mietshaus, spielt gar keine Rolle, selber Strom zu erzeugen. Und dieser eigenerzeugte Strom verringert natürlich die Strommenge, die man vom Erzeuger, von den großen Kraftwerken kauft. Und daher gibt es also diese subtilen Methoden, um die Einführung dieser Technik, die jedem erlaubt, selber Strom herzustellen, unabhängig von den großen Kraftwerken, zu erschweren. Und jetzt kommt noch ein zweites Schreckliches
für die alten Energieversorger Schreckliches hinzu. Die Kosten von Batterien sind drastisch gesunken. Bald reden wir bei Batterien von einem Wert von 100 Euro pro Kilowattstunde Batterie. Das heißt, für einen, sagen wir mal, normalen Haushalt reichen ungefähr 2-3 Kilowattstunden Batterien, um den Abend und so weiter zu überbrücken. Und das sind dann nicht mehr Beträge von Tausenden von Euro, sondern nur noch von Hunderten von Euro. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schreckliche Zukunft für die klassischen Energieversorger. Und die können das nicht verhindern, aber sie können versuchen, es zu verlangsamen. Aber ich kann nur sagen, es ist nicht aufzuhalten. Die Ökonomie wird sich durchsetzen. Wofür wir nur sorgen müssen, ist, dass es schnell genug sich durchsetzt. Denn natürlich müssen wir gleichzeitig das Klimaproblem in Angriff nehmen. Heike, das ist ja nicht nur eine Frage an die Politik. Das ist auch eine Frage an jeden Hausbesitzer oder an jeden Bauern. Ja. Wir alle könnten mehr tun. In Deutschland stehen noch immer über 90% der Dächer und Häuser völlig umsonst in der Gegend herum. Ja. Und wir importieren noch immer Öl aus Arabien, Gas aus Sibirien, Uran aus Australien und so weiter. Und die Sonne, die auf jedes Dach scheint, ja, von uns allen bisher viel zu wenig genutzt. Nun hast du darauf hingewiesen, dass die Solarenergie, die Produktion einer Kilowatt Solarstunde heute ja recht billig ist. Ja. 90% gesunken in den letzten 50, 20 Jahren. Und die Batterien, um das zu speichern, werden auch immer preisgünstiger. Das heißt doch, da liegt ein Durchbruch richtig nahe, dass den der müsste doch schon aus ökonomischen Gründen, wie du sagst, rasch zu schaffen sein. Warum begreift ein deutscher Wirtschaftsminister diese Chance nicht? Das geht mir einfach nicht in den Kopf. Also ich kann es nur so erklären, dass der Wirtschaftsminister einfach verbandelt ist mit dieser klassischen Energieindustrie. Die klassische Energieindustrie unterstützt die Parteien, die ist eng verwoben mit der Politik, denn es geht wirklich nur um die Politik. Wenn man den Hausbesitzern es so schwierig macht, den eigenen Solarstrom auch selber zu verbrauchen und daher weniger Strom aus der Steckdose zu beziehen, dann macht man das natürlich nicht. Da schlägt man sich nicht rum mit 1000 Regeln und so weiter. Dagegen, wenn man es einfach machen würde und sagen würde, jeder kann den selbst erzeugten Strom nutzen, was übrig ist, dafür bekommt er ein kleines Entgelt. Das muss nicht ein großes gewinnbringendes Entgelt sein. Und dann wäre die Sache sehr leicht und dann würde es natürlich einen richtigen Durchbruch geben. In Ländern, in denen es diese komplizierten Regeln nicht gibt, kommt auch der Zubau sehr viel schneller in Schwung. In Deutschland ist es eigentlich besonders interessant, weil wir in Deutschland ja besonders hohe Strompreise haben und daher das Interesse zum Beispiel nicht nur von Privatpersonen, sondern jetzt darf ich mal meinen Mittelstandshut aufsetzen. Gerade kleine und mittlere Unternehmen könnten ohne weiteres einen großen Teil ihres täglichen Strombedarfs direkt von selbst geerntetem Sonnenstrom denken. Denn die Leute arbeiten während der Tag, während des Tages, wenn die Sonne am Himmel ist. Und deswegen also wäre das unglaublich attraktiv. Und da das so attraktiv ist, hat bisher die Gesetzgebung versucht zu verhindern, dass wir auf die Weise unglaublich rasch und schnell den Zubau in der Photovoltaik in Gang bringen. Aber wir werden nächstes Jahr Bundestagswahlen haben. Die Dinge werden sich sicherlich bald verändern. Und dann werden wirklich Schleusentore aufgemacht werden. Heute ist eine Umfrage bekannt geworden, laut der in Deutschland 75% der Befragten sagen, Klimaschutz ist für sie nächstes Jahr wahlentscheidend. Richtig. Das müsste doch heißen, wenn die alten Parteien nicht aufwachen, also die alte Kohlepartei SPD und die alte Atompartei CDU/CSU, wenn die nicht aufwachen, ist doch die Chance riesig, wenn die Wähler wirklich konsequent sind. Ja. Tun, was sie sagen in der Wahlkabine, dass die beiden alten großen Parteien an der 5%-Hürde scheitern vielleicht und die Grünen eine absolute Mehrheit bekommen. Das wäre doch die logische Konsequenz, die aus dieser Umfrage sich ergibt. Also ich bin persönlich der Meinung, Franz, dass das Verhalten der SPD in der Kohlefrage fundamental dazu beigetragen hat, dass die SPD jetzt bei schrecklichen 15% liegt. Mhm. Diese alte, die älteste deutsche Partei,
die eine Historie hat aus dem 19. Jahrhundert, die also unglaublich verdient gemacht hat im Kampf gegen den Nationalsozialismus. Ich erinnere mich noch an die Debatte um das Ermächtigungsgesetz von Adolf Hitler. Mein Gott, diese Partei hat nichts getan, um klarzustellen, dass sie auf der Seite der Zukunft ist, wenn es um die Kohlefrage geht. Allen ist klar, dass Kohleverstromung keine Zukunft hat, dass wir den Kohlefirmen vollkommen unsinnigerweise Milliarden hinterher schmeißen für etwas, was sie sowieso tun würden. Denn wenn wir die Tonne CO2 auf 30, 40, 50 Euro setzen, verlohnt sich Kohleverstromung überhaupt nicht mehr. Und dann hat diese SPD, bei der CDU können wir ja sagen, na gut, die waren immer schon auf diesem Zug, aber dass die SPD als fortschrittliche Partei, die auch damals unter Gerhard Schröder das entscheidende Erneuerbare-Energien-Gesetz von 2002, 2003 verabschiedet hat, das ja wirklich die solare Revolution weltweit ausgelöst hat, dass diese Partei sich nicht vermieden hat, sich so zu platzieren, das ist absolut nicht nachvollziehbar. Ich habe übrigens mal ein sehr interessantes Argument gehört. Die Frage war, warum sind der SPD 30.000 Arbeitsplätze von Kumpels oder auch nur 10.000 Arbeitsplätze von Kumpels so viel wichtiger als 50.000 Arbeitsplätze in der Solarindustrie? Und du kennst wahrscheinlich die Antwort auf diese Frage. Die Antwort auf diese Frage ist ganz einfach die folgende. Die Kumpels in der Kohleindustrie sind hervorragend gewerkschaftlich organisiert. Die Mitarbeiter in der Solarindustrie hatten gar keine Zeit, sich gewerkschaftlich zu organisieren, weil das ja eine ganz neue Industrie war und so weiter. Und das könnte einer der Gründe sein, warum also die Arbeitsplätze in der Kohleindustrie so viel höheren Stellenwert haben, was natürlich ganz, ganz schlimm ist, denn die Kohlearbeitsplätze sind keine zukunftsfähigen Arbeitsplätze. Je früher man den Mitarbeitern, den Kohlekumpels sagen würde, ihr habt keine Zukunft, wir helfen euch bei der Umstellung, man bräuchte nur einen Bruchteil dieser Milliarden in die Hand zu nehmen, um für die Kohlekumpels absolut attraktive Umschulungs- und andere Angebote zu machen. Aber lieber schmeißt man das der Kohleindustrie hinterher. Wenn ich dich richtig verstehe, heißt das, dass wir als Deutschland natürlich viel früher aus der Kohle aussteigen müssen, als das die Kohlekommission und die Bundesregierung beschlossen haben. Nämlich 2038 haben die beschlossen. Das muss doch mindestens 10 Jahre früher passieren, wenn das klassische Kohleland England schließt. Wir steigen 2025 oder 2024 aus. Dann könnte das doch Deutschland genauso beschließen. Aber sicher. Also was da wirklich das Kunststück, was gelungen ist dieser Bundesregierung, ist aus einem Gesetz, was angekündigt war, dass wir sorgen für den Kohleausstieg, in Wirklichkeit ein Gesetz gemacht wurde, wir garantieren Kohleverstromung bis 2038. Und da stehen einem alle Haare zu Berge. Und in Wirklichkeit also würde aus rein ökonomischen Gründen die Kohleverstromung viel schneller enden. Aber dadurch, man fragt sich doch zum Beispiel, warum haben ausländische Konzerne so viel Interesse an deutschen Kohleunternehmen gehabt? Ich will keine Namen nennen, aber einige von uns wissen, wovon ich spreche. Und die Antwort ist, die wussten, was kommt, und die wollen gerne diese Milliarden Subventionen abholen, weil erkannt war, dass es aus dem Kohleausstieg viel, viel Geld zu gewinnen war, anstatt dass man den Kohleausstieg einfach dem Markt überließ, den CO2-Preis entsprechend anhob, jetzt auf 30, 50 Euro pro Tonne CO2, und dann hätte die Wirtschaftlichkeit, das heißt die mangelnde Wirtschaftlichkeit der Kohleverstromung für ein Aus weit vor 2030 gesorgt. Wie wichtig dieser rasche Kohleausstieg, also zumindest weit rascher als 2038 ist, zeigt nochmal die Klimaerhitzung. Ich will nochmal zu diesem Anfangsthema zurück. Wir haben, Paris hat gesagt, dass vor 5 Jahren, dass dieses Abkommen in Paris hat gesagt, wir sollten das Klima nicht weiter als um 1,5 Grad, allerhöchstens 2 Grad ansteigen lassen. Gemessen an 1880, als man begonnen hat, das Weltklima global zu messen. Ja. Bei 1,3 Grad, bei beinahe 1,3 Grad sind wir bereits. Ja. Und das bedeutet, dieses Ziel 1,5 Grad ist ja kaum noch erreichbar, denn
von heute auf morgen geht natürlich der komplette Umstieg auf erneuerbare Energie nicht. Und ich glaube, selbst wenn wir das bis 2035 schaffen, ist das 1,5 Grad nicht zu erreichen, wenn wir heute schon bei 1,3 Grad sind. Wie siehst du denn die Dramatik dieser Situation? Ist das überhaupt noch zu schaffen, dieses 1,5 Grad Ziel? Franz, ich habe da kürzlich meine Meinung geändert. In der Vergangenheit habe ich gesagt, wir haben keine Chancen, CO2 wieder aus der Atmosphäre herauszuholen. Aber ich glaube, genau dies ist die einzige Chance, die wir haben, um einigermaßen noch unter 2 Grad, ob wir 1,5 Grad realisieren können, will ich jetzt nicht voraussagen, aber unter 2 Grad zu bleiben. Das heißt also, was wir tun müssen, und das ist ganz einfach durchzuführen, ist, wir müssen eine Einspeisevergütung für aus der Atmosphäre herausgeholten CO2 aufbauen. Und diese Vergütung muss höher sein als das, was wir zahlen für CO2-Emissionen. In Zahlen, wenn wir für CO2-Emissionen 50 Dollar oder Euro pro Tonne CO2 zahlen, muss das bei 150 bis 200 liegen. Denn mit solchen Zahlen lohnen sich neue Technologien, die es erlauben, auch CO2 wieder aus der Atmosphäre zu gewinnen. Wie sehen die denn aus, diese neuen Technologien? Ich kann mir das noch kaum vorstellen. Doch, ganz einfach. Es gibt katalytische Prozesse, CO2 aus der Atmosphäre einzusammeln. Das ist so ähnlich wie Honigwaben, ja, die in der Luft stehen und die CO2 aus der Atmosphäre binden. Und anschließend kann das chemisch verarbeitet werden. Man kann es zu Kalzit machen, das ist dann Gestein. Man kann es natürlich auch zusammensammeln in Speichern, aber das halte ich für nicht sehr zukunftsträchtig. Man kann es für Chemie verwenden. Also es gibt da verschiedene Dinge, die man tun kann. Man kann es vielleicht ganz einfach natürlich tun, nämlich durch Aufforstung. Das wollte ich gerade hin tun. Aufforsten, ohne das Holz anschließend zu verbrennen. Also aufforsten und dann Bauholz, Baumaterialholz zu gewinnen. Das ist natürlich das direkte Vorteilhafteste. Also wenn es einen attraktiven Preis gibt für CO2, die wir aus der Atmosphäre gewinnen. Was glaubst du, wie viel Forst dann in Brasilien und in anderen Ländern angebaut wird, wie viele Wälder gebaut werden, weil es damit nämlich wirklich viel Geld zu verdienen käme. Und jetzt kommt noch meine Lösung, wo das Geld herkommen kann. Das Geld kann ganz einfach herkommen aus der CO2-Emissionsabgabe. Denn die CO2-Emissionen sind ja im Moment noch sehr viel größer als das, was wir aus der Atmosphäre zurückholen. Das heißt, es ist gar kein Problem, solange der CO2-Emissionspreis noch niedriger ist als der CO2-Absorptionspreis, dass wir das bezahlen können und damit finanzieren können. Also wir müssen es finanziell attraktiv machen, CO2 aus der Atmosphäre wiederzugewinnen. Dann können wir zusammen mit der kontinuierlichen, raschest möglichen Reduzierung von CO2-Ausstößen tatsächlich noch bis 2035 das Wesentliche retten. Also Wissenschaftler an der ETH in Zürich haben ja voriges Jahr mal gesagt, wir könnten etwa die Hälfte dessen, was heute an CO2 in der Atmosphäre ist, durch weltweite Aufforstung wieder zurückholen. Und selbst ein armes Land wie Äthiopien in Afrika hat voriges Jahr initiiert von der Regierung, das ist ja schließlich ein Friedensnobelpreisträger, der dort regiert, an einem Tag 350 Millionen Bäume gepflanzt. Ein armes Land in Afrika. Ja. Da sieht man, was wirklich geht, wenn es von der Regierung gewünscht wird. Oder eine Organisation, eine Kinder- und Jugendorganisation wie Plant for the Planet, die in Deutschland gegründet wurde und in Deutschland vor 15 Jahren schon ihren Anfang nahm, hat inzwischen über 13 Milliarden Bäume gepflanzt. Ganz und deren Ziel ist, 1.000 Milliarden Bäume zu pflanzen. Dann hätten wir zumindest einen Aufschub, um vielleicht noch weiter den Klimaschutz zu betreiben. Also einen Aufschub um 15, 20 Jahre, um die Emissionen sauber zu machen. Genau.
Das sind doch hoffnungsvolle Anzeichen. Wenn da zum Beispiel auch die Kirchen mitmachen würden. Ich habe neulich dem Papst und allen Bischöfen dieser Welt einen Brief geschrieben und habe vorgeschlagen, die Kirchen, wenn die sich an die Spitze stellen, diese Aufforstungsaktionen, und sehr nicht gut. Nur Bewahrung der Schöpfung, sehr sondern gut. Konkret und praktisch etwas ja. tun mit 2 Milliarden Mitgliedern sehr auf gut. der Welt. Und einer über die ganze Welt aufgebauten Hierarchie, ja. da könnte man doch eine Menge machen. Das wäre auch wieder attraktiv, das wäre auch so, dass die Kirchen selbst wieder attraktiv würden für viele Menschen, die sich heute abwenden von das den Kirchen. Richtig. Die ja. Kirchen etwas geben für die Bewahrung der Schöpfung. Also das alles sind doch Chancen, die in der, geradezu in der Luft liegen. Richtig. Und wie gesagt, der große Wendepunkt ist jetzt wirklich, dass wir auch von den jungen Leuten in diese Richtung angetrieben werden. Ja. Ich sage immer, wir Weißhaarigen, du und ich mit unseren weißen Haaren, wir werden noch so 10, 20 Jahre ganz angenehm hier auf diesem herrlichen blauen Planeten leben können. Aber wer heute 20 Jahre alt ist und noch 50 Jahre auf dem Planeten leben möchte, der muss echt besorgt sein. Und ich finde es wundervoll, dass wir jetzt langsam diese Entwicklung in Gang bringen. Und ich glaube ernsthaft, dass wenn die Menschheit jetzt aus der Corona-Debatte und aus der Corona-Krise herausklettert, dass wir erkennen, dass die Art von gemeinschaftlichem Handeln, die wir in der Corona-Krise unglaublich aktiv und erfolgreich erfahren haben, auf allen Ländern dieser Erde, muss man ja sagen, nicht wahr? Wenn wir diesen Ansatz jetzt verwenden, um zu sagen, okay, Corona, das haben wir geschafft, wir können uns alle impfen lassen und das können wir hinter uns bringen. Jetzt kümmern wir uns um das noch viel wichtigere, weil nämlich auf Dauer unausweichliche Thema des drohenden Klimakatastrophe, dass wir uns dem zuwenden. Ich glaube, wir sollten versuchen, das Corona-Momentum, die Geschwindigkeit des Handelns, die wir durch Corona gelernt haben, auf das Klimathema anzuwenden. Vorgestern war ja dieser Jahrestag, 5 Jahre nach dem Pariser Klimaschutzabkommen. Ja. Und die UNO hat immerhin einen digitalen Klimagipfel organisiert, auf der Dutzende von Regierungschefs gesprochen haben. Und alle haben ja auch gesagt, wir tun etwas fürs Klima, weit mehr. Und einige haben ja auch zum ersten Mal konkrete Ziele angekündigt. Nur die pessimistischste Rede hat zur Eröffnung dieses Gipfels der UNO-Generalsekretär Guterres gehabt. Ja. Er hat gesagt, the planet is broken. Auf Deutsch ist das so übersetzt worden, der Planet ist kaputt. Ja, stimmt auch nicht. Das ist die englische Version von Guterres. Das ist ja eine richtige Verzweiflungsrede gewesen. Der Planet ist kaputt und der Guterres hat da weit weniger Hoffnung gehabt als du. Was ich meine, der Mann hat ja auch seit Jahren sich den Mund fusselig geredet von einer Klimakonferenz zur anderen und nichts ist wirklich passiert, außer vielen schönen Worten. Die Taten ließen immer wieder auf sich warten. Und er hat ja auch vorgeschlagen, dass die ganze Welt, dass alle Regierungen den Klimanotstand ausrufen sollen. Richtig. Nur den haben wir ja schon faktisch. Ja. Den müssen wir gar nicht mehr ausrufen. Wir haben ja faktisch einen Klimanotstand, denn die Punkte, nach denen es nicht mehr zurückgeht, kommen ja immer näher. Du hast viel über diese Kipppunkte gearbeitet. Was sind die dramatischsten Kipppunkte, die wir zurzeit absehen können? Also das allerleichtest zu Verstehende ist das Auftauen des Permafrostes in Sibirien. In Sibirien sind unglaubliche Mengen von Klimagasen gespeichert in den dort zunächst vermoderten und dann eingefrorenen Pflanzen. Und wenn der sibirische Permafrost auftaut, dann werden diese Pflanzen ihren Verwesungsprozess beenden und das CO2 und das Methan besonders, was dort gespeichert ist, in die Atmosphäre entlassen. Und dieses, das kann, glaube ich, jeder verstehen, wird unseren Absturz in die Klimakatastrophe weiter beschleunigen. Es gibt andere Kipppunkte, die genauso gefährlich sind für die Menschheit. Zum Beispiel der Kipppunkt um den Monsunzyklus. Wenn der Monsunzyklus sich durch die Klimaveränderung der Welt auch nur in Stottern gerät, bedeutet das Wassermangel für Milliarden von Menschen in Südostasien. Anderer Kipppunkt, wenn unser Golfstrom sich abschwächt, dann werden wir in einer sich wärmenden Welt erleben, dass Nordeuropa kalt wird.
Ich sage immer, wenn man mit dem Flugzeug von Europa nach Amerika, nach San Francisco fliegt, dann fliegt man über die Hudson Bay, unendliche weiße Schneewüste. Und dann geht man mal in den heimischen Globus und sieht, dass diese Hudson Bay auf derselben Breitenlage liegt wie Hamburg. Und Hamburg ist nur deswegen nicht vereist, weil wir den Golfstrom haben, der uns warmes Wasser aus der Äquatorgegend in den Norden pumpt. Und wenn dieser Golfstrom stehen bleibt, weil sich die Menge des Süßwassers, also der Salzgehalt des Wassers ändert durch das Abschmelzen dieser gigantischen Eismengen, dann werden wir in einem des sich wärmenden Planeten in Nordeuropa eine Art Eiszeit erleben. Also dies sind wirklich sehr dramatische Kipppunkte. Insgesamt haben die Klimaforscher etwa 12 derartige Kipppunkte weltweit ausgemacht. Und das Gefährliche an den Kipppunkten ist, dass kein Klimaforscher mit Sicherheit sagen kann, bei welchem CO2-Gehalt wird der Kipppunkt überschritten. Wir werden es erst dann merken, wenn es zu spät ist, wenn wir über den Kipppunkt hinweggekommen sind. Und das ist wirklich, warum wir jetzt uns aufraffen müssen und nicht bis 2050 die Welt CO2-neutral machen müssen, wie es ja nun mehr und mehr Länder auch wirklich ernsthaft in Angriff nehmen. Wir müssen uns als Zieldatum 2030, 2035 setzen oder mit anderen Worten, diese Dekade, die 20er Jahre, das muss die Dekade, wir nennen sie manchmal Cleantech-Dekade, die Dekade sein der großen Transformation, der Disruption unserer Energiesysteme, weg von Emissionen hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft, die eben dann auch zukunftsfest für die Zukunft der Welt ist. Ich habe für unsere Zuschauer schon mal die Kipppunkte erklärt, weil das ja nicht ganz leicht zu verstehen ist. Ich will es noch mal tun. Dieses Glas, wenn ich das an den Rand dieses Tisches stelle, dann bleibt das Wasser drin und das Glas kippt nicht. Wenn ich es nur vielleicht einen Millimeter über den Tischrand oder 5 Zentimeter über den Tischrand hinausschiebe, kippt das Glas und das Wasser ist weg. Und es kommt nie wieder zurück. Richtig. Dieses Glas ist auf dem Teppich oder mit meiner Kaffeetasse dasselbe. So kann man vielleicht die Kipppunkte sich erklären. Es sind Punkte, nach denen das, was vorher war, nicht mehr sein kann. Es ist ein unwiderrufliches Problem. Und der Guterres, ich will es aus seiner Rede nochmal zitieren, der UNO-Generalsekretär, hat genau auf diese Kipppunkte aufmerksam gemacht. Er hat gesagt, als Fazit seiner Rede, unser Planet ist kaputt. Bestätigung erhält er von vielen Studienergebnissen. Du hast einige eben zitiert. Und du hast auch am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass das, was in der Corona-Krise passiert ist, auch beim Klimaschutz passieren muss. Das heißt, die Politik kann viel mehr Dinge durchsetzen, als sie sich bisher getraut hat. Und da ist Mut notwendig. Wie wir lernen, aus der Corona-Krise für unsere Zuschauer genauer erklären. Was macht dich da so optimistisch, nachdem wir in der Corona-Krise einiges gelernt haben, was wir übernehmen müssen für die Klimakrise nach Corona oder schon jetzt während Corona? Ja, also ich glaube, wenn man vor 12 Monaten mich oder dich oder jemanden gefragt hätte, kannst du dir vorstellen, dass innerhalb von wenigen Wochen die gesamte Weltwirtschaft heruntergefahren wird, Fabriken stehen bleiben, Menschen zu Hause bleiben, hätte jeder gesagt, du spinnst, sowas wird es nie geben. Dürfen, ja. Und dann hatten wir Mitte März und innerhalb von 4 Wochen waren die wesentlichen Weltwirtschaften heruntergefahren. Und China hat es zu seinem eigenen Glück früher gemacht, hat eine ganze Multimillionenstadt, ich glaube Wuhan, 10 Millionen oder so Einwohner, abgesperrt, runtergefahren, alle Leute mussten zu Hause bleiben und hat tatsächlich so geschafft, die Ausbreitung des Virus in diesem Riesenreich China einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Das sind Dinge, von denen man vorher gesagt hätte, das ist nicht möglich, das geht nicht, es wäre ja schön und wünschenswert. Aber wenn es wirklich sein muss, dann geht vieles, von dem man vorher gedacht hätte, das geht nicht. Und ich glaube, diese Message, diese Nachricht, diese Erkenntnis sollten wir aus der Corona-Krise übernehmen und sagen, wenn die Menschheit anerkennt,
dass wir auf dem Weg sind, wie die Lemminge über eine Klippe zu rennen, und zwar mit Vollgas über die Klippe zu rennen. Und das ist das, die Situation, in der wir heute uns befinden. Dann müssen wir in der Lage sein, diesen Prozess auch schlagartig zu bremsen, stehen zu bleiben und zu sagen, mein Gott, es geht auch anders. Und das Verrückte ist ja, wie ich am Anfang gesagt habe, es ist ja sogar wirtschaftlich vernünftig, diese Umstellung zu machen, weil es sich inzwischen rechnet. Und daher sollten wir also nicht zögern damit, sondern das unmittelbar jetzt im Anschluss an diese Corona-Krise in die Hand nehmen. Herr Eike, manche Ökos sagen ja, also Corona ist schlimm, aber ein Gutes hatte Corona. Insgesamt sind die Treibhausgase reduziert worden. Und die Wissenschaft hat in diesen Tagen festgestellt, die Treibhausgase werden in diesem Jahr um etwa 7% reduziert gegenüber dem Jahr 2019 durch die Corona-Krise. Aber das ist ja kein Prozess, den man wünschen kann für die Zukunft. Wir wollen ja nicht jedes Jahr, und die Wissenschaft sagt, wir müssten etwa, um das Schlimmste zu verhindern, jedes Jahr um 7% Treibhausgase reduzieren. Aber wir wollen ja nicht die nächsten Jahre jedes Jahr Corona haben. Also muss die Politik sich was einfallen lassen, müssen wir alle als Bürgerinnen und Bürger etwas tun, mehr Solaranlagen auf unsere Dächer oder so etwas oder uns an Windrädern beteiligen. Das heißt also, wenn wir ohne Corona künftig das Klima schützen wollen, muss eine ganz andere Politik gemacht werden, als das bisher der Fall war. Sag noch mal, was wären deine wichtigsten Forderungen? Also meine wichtigsten Forderungen sind natürlich, Anreize zu schaffen, um das Richtige zu tun. Das fängt zum Beispiel an mit einem CO2-Preis, den wir ja jetzt schon haben. Und der 25 Euro pro Tonne sind wir zurzeit. Ja, wenigstens. Genau, und der muss bald steigen auf 35, auf 50 Euro pro Tonne, sodass sich wirklich lohnt, Emissionen einzusparen. Nein, ich würde sagen, 180 Euro pro Tonne. Ist vollkommen das richtig, vollkommen richtig. Nur können wir das natürlich nicht von heute auf morgen machen. Aber wenn wir der Industrie sagen, hier ist der Fahrplan, mit dem der CO2-Preis sich erhöhen wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren, dann kann die Industrie sich darauf einstellen, dass 2030 tatsächlich die Tonne CO2-Emissionen 200 Euro pro Tonne kostet. Und dann kann man heute schon Investitionen vermeiden, die nämlich dann nur noch verlorenes Geld wären, und kann die Investitionen tätigen, die das mit benutzen. Und gleichzeitig würde ich auch einführen, einen CO2-Preis für CO2, das man aus der Atmosphäre holt. Das gibt es ja heute schon, nur leider kommt ja der CO2-Preis für die Emissionen zu langsam in Gang. Das heißt, wir sollten bei den negativen Emissionen schneller zuschlagen. Da gibt es ja auch sehr viel weniger Widerstand, weil keiner was dagegen hat, wenn man Gelegenheiten schafft, Geld zu verdienen. Bei Emissionsbepreisung machen wir gewisse Prozesse teurer. Aber bei dem Bepreisen des Rückholens des CO2s ermöglichen wir neue Ansätze, neue Technologien, inklusive Aufforstung mit schnell wachsenden Pflanzen, mit schnell wachsenden Bäumen. Alle diese Dinge rechnen sich natürlich, wenn wir so einen CO2-Preis, also wir müssen praktisch den CO2-Preis spalten in den positiven und den negativen CO2-Preis. Und der negative CO2-Preis, der also CO2 aus der Atmosphäre holt, kann sehr viel rascher hochgesetzt werden als der CO2-Preis auf die Emissionen. Dazu kommen dann natürlich diese ganzen, das Thema Rules and Regulations, nicht wahr? Wir haben über das EEG gesprochen. Wir müssen es also anreizen und attraktiv machen, wenn einzelne Leute und Firmen umstellen auf erneuerbare Energien, sehr Emissionen runterfahren, Photovoltaik verwenden für den Eigenverbrauch. Genauso übrigens ganz wichtiges Thema Luftverkehr. Ich finde es eine Sünde, wenn wir wertvollen Biotreibstoff, der also CO2-frei verbrannt werden kann, wenn wir den in Autos verbrennen. Autos sollten ab 2025 nicht mehr mit Verbrennungsmotoren verkauft werden, sondern nur noch elektrisch, denn das können wir schnell auf erneuerbare Energien umstellen. Und diesen wichtigen und ganz tollen Biotreibstoff, den verwenden für den Luftverkehr. Denn ich möchte auch in 20, 30 Jahren noch mit dem Flugzeug fliegen können, ohne
die Umwelt zu belasten. Und das können wir mit Biotreibstoff. Also kein Biotreibstoff mehr verbrennen in Autos, sondern reservieren für den Luftverkehr und natürlich drastische Strafen für die Verwendung von fossilem Treibstoff im Luftverkehr einführen, sodass es einfach sich gar nicht mehr rechnet, mit irgendetwas anderem als mit Biotreibstoff Flugzeuge zu betreiben. Also das wären einige der Maßnahmen, die ich sofort anschieben würde. Werden wir die großen Mobilitätssysteme, Flugzeuge hast du angesprochen, aber auch Schiffe oder Omnibusse oder große LKWs nicht eher mit grünem Wasserstoff betreiben in der Zukunft? Richtig, also das Thema grüner Wasserstoff ist ein ganz, ganz wichtiges Thema der zukünftigen Wirtschaft. Und zwar nicht nur, weil wir grünen Wasserstoff benutzen können, um Energie zu sparen, und nicht nur, weil wir grünen Wasserstoff tatsächlich im Transport sehr gut einsetzen können für Autoverkehr, Schwerlastverkehr, auch für Eisenbahnen auf Strecken, die nicht elektrifiziert sind. Aber dazu kommt noch ein ganz anderes Thema. Wir brauchen Unmengen grünen Wasserstoff, um die Stahlherstellung und die Zementherstellung zu dekarbonisieren. Die Prozesse gibt es, die Wissenschaft ist da, die Technologien sind da. Jetzt brauchen wir nur die entsprechenden Mengen des grünen Wasserstoffs zu günstigen Preisen, und da könnte auch vorübergehend eine gewisse Bezuschussung, eine Subventionierung erfahren, damit der Preis von grünem Wasserstoff nicht teurer ist als der Preis von schmutzigem Wasserstoff aus fossilen Quellen. Und auf die Weise können wir tatsächlich auch diese weltweit großen Wirtschaftssektoren, Stahlindustrie und Bauindustrie, weitgehend dekarbonisieren. Also das Thema grüner Wasserstoff wird ein ganz neuer Industriezweig werden, ein Multimilliarden-Industriezweig und natürlich sehr, sehr interessante Arbeitsplätze, Jobs und so weiter bieten. Und zum Thema grünen Wasserstoff gehört natürlich auch, für den grünen Wasserstoff brauchen wir erneuerbare Energien. Und das heißt, wir brauchen Solar- und Windenergie in noch viel größerer Menge, als das bisher geplant war, um daraus dann auch den grünen Wasserstoff in den erforderlichen Mengen herzustellen. Wenn ich in meinen Vorträgen oder in meinen Büchern über diese Dinge schreibe oder berichte, dann höre ich immer ein Argument, das nicht von der Hand zu weisen ist. Energie haben wir genug. Die Welt ist voller Energie. Allein die Sonne schickt uns tausendmal mehr, als wir je brauchen werden. Aber wir brauchen ja auch Rohstoffe, endliche Rohstoffe zur Produktion von Solaranlagen, zur Produktion von Windrädern. Wie wollen wir das Ressourcenproblem lösen, über das in der ganzen Ökoszene insgesamt doch zu wenig geredet wird? Energie haben wir genug, aber haben wir auch genug Rohstoffe, um immer wieder neu Windräder zu bauen und neu Solaranlagen? Ja, das Schlüsselwort dort, und das weißt du genauso wie ich, heißt natürlich Kreislaufwirtschaft. Wir müssen von der Wirtschaft, wie wir sie heute kennen, wo wir Bodenschätze ausbeuten, in unseren Produkten verwenden und dann schließlich wieder auf den Müll schmeißen, zu einer Kreislaufwirtschaft kommen. Und wir müssen das, was wir als Bodenschätze aus der Erde holen, dann auch nach Laufzeit, Lebenszeit des Produktes wiederverwenden, recyceln und wieder in den Kreislauf einsetzen. Wie oft kann ich eine heutige Solaranlage, wenn ich die auf mein Dach schrauben lasse, recyceln? Ja, also da muss ich dich sehr enttäuschen, lieber Franz. Bisher habe ich noch keine Solaranlage gesehen, die wirklich so schlecht geworden ist, dass sie aus diesem Grunde recycelt werden muss. Wir erwarten, dass heutige Solarpaneele 30 bis 50 Jahre Lebensdauer haben. Erst dann kommt das Recyceln. Danach brauchen wir auch wieder Solaranlagen und Windräder. Ganz genau. Und ich meine, bei einer Solaranlage ist gewöhnlich das Altern, nicht das Altern der Solarzelle, sondern die Tatsache, dass die Abdichtungen nicht mehr schließen, dass Feuchtigkeit eindringt und dann Schimmel sich ausbreitet und so weiter. Das heißt also, theoretisch könnte man ein Solarmodul wieder auseinandernehmen und frisch zusammensetzen und frisch abdichten und hätte wieder ein funkelnagelneues Solarmodul. Die Silizium-Solarzelle selber altert praktisch während des Betriebes seines Solarmodules überhaupt nicht. Also auch dort sind die, aber das Schöne ist, und das möchte ich jetzt auch nochmal betonen, bei einer Solarzelle aus Silizium haben wir Material, in dem wir wirklich im Überfluss haben. Silizium ist das zweithäufigste Element der Erdkruste. Aller Sand, den wir am Strand finden, ist Siliziumdioxid. Das heißt also, wir brauchen uns bei Solarzellen aus Silizium keine Sorge um Rohstoffknappheit machen. Bei anderen Solarzellentypen, die also auch mit
Dünnschicht, Cadmium, Tellurit und solchen Dingen arbeiten, sieht das anders aus. Aber die Silizium-Solarzellen sind über 95% des Solarmarktes und da haben wir keinerlei Ressourcenbegrenzung. Heike, meine Schlussfrage in dieser spannenden Sendung im Gespräch mit dir. Wir reden immer von der Klimakrise. Ist die Klimakrise nicht letztlich doch eher eine Menschenkrise? Denn nicht das Klima ist eigentlich in der Krise. Ich glaube, Menschen, die das Klima kaputt machen, so wie wir das heute tun, wir benehmen uns ja wie Pyromanen. Wir verbrennen in einem Jahr das, was die Natur an Kohlegas, ja, Millionen. Millionen Jahren angesammelt hat. Das ist doch eher eine Menschheitskrise oder eine Menschenkrise als eine Klimakrise. Wie siehst du das denn? Das ist völlig richtig. Das ist vollkommen richtig. Das Erdklima ist nicht schuld, sondern wer schuld sind, sind die Menschen, die die Zusammensetzung der Atmosphäre aus dem für menschliches Leben zuträglichen Bandbreite 220 bis 280 Teile pro Million herausgetrieben hat. Und die Menschen haben dafür gesorgt, dass wir jetzt in einem Zustand sind, in dem wir ernsthaft Sorgen für das Überleben der Menschheit in der Art, wie wir in den letzten Hunderten von Jahren gelebt haben, haben müssen. Das ist ein Menschheitsproblem. Und ich glaube, je schneller wir erkennen, dass es eine globale Menschheitsaufgabe ist und je schneller wir erkennen, dass die Lösung dieser Menschheitsaufgabe wirtschaftlich günstig ist für uns, unser Energiesystem preiswerter macht, neue Arbeitsplätze schafft, sobald wir erkennen, dass das also sehr sinnvoll ist. Es gibt Gewinner und Verlierer. Verlierer sind die Vertreter der fossilen Brennstoffe, die Autos bauen mit fossilen Verbrennungsmotoren, die Energiekonzerne, die mit Öl und Gas Strom herstellen. Das sind die Verlierer. Aber es gibt mehr Gewinner, es gibt mehr neue Arbeitsplätze, zukunftsgewandte Arbeitsplätze, wenn wir diese Umstellung wirklich uns beherzt vornehmen. Stimmst du meiner Schlussthese zu? Das Klimaproblem ist also ein Menschenproblem, da hast du schon zugestimmt. Alle Probleme, die Menschen geschaffen haben, können auch von Menschen gelöst werden. Es gibt immer Alternativen. Würdest du dem zustimmen? Ja, ich würde dem zustimmen, solange wir noch nicht über den Kipppunkt gekommen sind, nicht wahr? Wenn die Tasse runtergefallen ist oder das Glas, dann ist es zu spät. Aber bevor tatsächlich heute im Jahre 2020 gibt es keinen Grund davon auszugehen, dass wir das absolut noch in der Hand haben und absolut noch der Menschheit eine lange, lange prosperierende Zukunft verschaffen müssen. Aber wir müssen es jetzt anfassen. Wir haben keine 10 Jahre mehr zu warten. Ich danke dir sehr für dieses interessante, spannende und auch wichtige Gespräch. Es geht wirklich um die Überlebensfrage der Menschheit. Ganz genau. Auf Transparenz TV jeden Montagabend in dieser Zukunftssendung Gedanken darüber, wie wir die Kurve noch kriegen können. Professor Weber hat uns heute aufgezeigt, dass wir noch alle Möglichkeiten haben, die Kurve zu kriegen, zumindest das Schlimmste zu verhindern. Dafür danke ich sehr. Lieber Herr Professor Weber. Sehr gerne. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung. Wenn Sie mögen, jeden Montagabend um 20.30 Uhr können wir hier auf Transparenz TV in dieser Sendung uns wiedersehen. Herzlichen Dank und schönen Abend allen. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.